Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Live-Chat der Sprechstunde Altona hier aus der Asklepios-Klinik Altona. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sich dazugeschaltet haben. Mein Name ist Uwe Kehler. Ich bin der Leiter der neurochirurgischen Abteilung hier im Krankenhaus und werde Ihnen heute etwas über den stechenden Gesichtsschmerz, über die Trigeminusneuralgie erzählen und hoffe, dass wir hinterher noch ein bisschen diskutieren können. Sie sehen hier unser Krankenhaus und ich will vielleicht kurz dabei erwähnen, dass unser Krankenhaus 50 Jahre in diesem Jahr wird und auch die neurochirurgische Abteilung wird 50 Jahre. Das Krankenhaus ist nach 50 Jahren allerdings so, dass es erneuert werden muss und wir bauen ein neues Haus. Das wird hier in dieser Region sein. Deshalb sollen Sie sich das nochmal genau angucken. Die Neurochirurgie dagegen nach 50 Jahren ist erst ganz jung und wird weiter hunderte von Jahren existieren. Ich muss mal schauen, wie ich hier weiterschalte. Die Neurochirurgie, was ist das eigentlich? Ich werde häufig gefragt, was machen eigentlich die Neurochirurgen? Die Neurochirurgen, die beschäftigen sich eigentlich mit allen Erkrankungen des zentralen Nervensystems, mit Erkrankungen der Wirbelsäule und mit den Erkrankungen der Nerven. Das heißt, die Neurochirurgen sind die wenigen Chirurgen, die eigentlich überall am Körper operieren oder tätig sind, nämlich im Gehirn, an der Wirbelsäule, aber auch an den Extremitäten, wo es Nerven gibt. Ich möchte Ihnen als erstes ganz kurz etwas über die Neurochirurgie erzählen, bevor ich dann auf den Gesichtsschmerz, auf die Trigeminusneuralgie zu sprechen komme. Wir haben in der Neurochirurgie in Altona ein paar große Schwerpunkte, so zum Beispiel die Hirntumoren. Sie sehen hier Computertomografien und Kernspintomografien von verschiedenen Hirntumorerkrankungen, die ganz furchtbar aussehen, die man aber zum großen Teil heute sehr gut behandeln kann. Es ist immer wichtig, solche Schwerpunkte zu haben, damit man eine große Expertise hat und dieses entsprechend gut mit der gesamten Infrastruktur behandeln kann. Wir behandeln hier bei uns etwa 350 solcher Tumoren im Jahr. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Gefäßerkrankungen des Gehirns und des Rückenmarks. Hier arbeiten wir sehr viel zusammen mit den Neurologen, mit den Neuroradiologen und behandeln Hirnblutungen. Wir behandeln Hirnaneurysmen, also Gefäßaussackungen, aus denen Hirnblutungen drohen. Da haben wir jeden Tag eine gemeinsame Sitzung, wo wir dann die beste Therapie für unsere Patienten besprechen. Und in jeder Neurochirurgie, auch in Altona, behandeln wir natürlich Wirbelsäulenerkrankungen, von dem banalen Bandscheibenvorfall zur Stenose, dann aber auch Frakturen und Wirbeltumoren. Das gehört letztendlich zum Repertoire jeder Neurochirurgie, wobei die Neurochirurgen dieses besonders gut mikrochirurgisch können. Und hier arbeiten wir besonders auch zusammen bei den traumatologischen Sachen mit unseren Orthopäden. Und ein weiterer großer Schwerpunkt bei uns sind die sogenannten Hydrocephalus-Erkrankungen. Da gibt es eine besondere Art, den Altershirndruck oder den Normaldruck-Hydrocephalus, der sich auszeichnet durch Gangstörungen, gewisse Gedächtnisstörungen, eine Inkontinenz. Und das ist eine Erkrankung, die super häufig ist, aber die viele Leute gar nicht kennen. Wir rechnen etwa damit, dass 5% der über 65-Jährigen diese Erkrankung haben. Das bedeutet, in Hamburg haben das etwa 20.000. Und man kann das super gut behandeln, aber leider werden diese Erkrankungen häufig nicht erkannt oder die Patienten kommen erst sehr spät. Deshalb ist es wichtig, daran zu denken. Die Neurochirurgie, und das ist auch ganz wichtig für die Trigeminusneuralgie gleich, was ich Ihnen zeigen werde, ist eine Hightech-Medizin. Wir haben super tolle Geräte in unserem OP, die uns das Operieren sehr viel sicherer machen. Sie sehen hier so ein paar Sachen. Hier ist zum Beispiel das Mikroskop, das Herzstück, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Dann haben wir eine Navigation. Sie kennen das alle aus dem Auto, die Navigation. So haben wir auch im Gehirn eine Navigation und können immer millimetergenau sagen, wo wir gerade sind und können uns auch vor wichtigen Strukturen warnen und aufmerksam werden. Dann gibt es eine intraoperative Sonografie, wo wir dann auch sehen können, welche Veränderungen entstehen oder ob eine Blutung entsteht. Das können wir während der Operation immer gut beobachten. Sie sehen hier viele andere Geräte, noch ein Endoskop. Und dieses hier ist vielleicht noch ein wichtiges Gerät zum intraoperativen Monitoring. Da können wir die Funktion des Gehirns während der Operation und auch die Funktion der peripheren oder der Nerven überwachen und bestimmen, um so das Operieren immer sicherer zu machen. Und das gelingt uns heute, denke ich, auch sehr gut.
Das Mikroskop zeigt uns nicht nur die Sachen größer mit einer besseren Ausleuchtung, sondern wir kriegen auch viele zusätzliche Informationen in die Mikroskope eingeblendet, auch damit, dass wir alles sicherer und besser machen können. Ein sehr wichtiges Instrument, und dieses Mikroskop kommt eigentlich bei jeder Operation bei uns zum Einsatz. Sie sehen hier meine Abteilung, das sind 12, manchmal auch 13 Ärzte. Wir machen etwa 1800 Operationen im Jahr, und das bedeutet, dass diese Ärzte alle natürlich eine entsprechend gute Routine haben und viel operieren. Und das ist wichtig, wie bei jeder Sache, die man häufig macht, macht man sie viel besser. Wenn man irgendwas sehr selten macht, geht dieses nicht so gut und die Ergebnisse sind auch nicht so gut. Und was ganz wichtig für alle Patienten ist, die bei uns sind, wir haben eine neurochirurgische Versorgung 24 Stunden am Tag. Das bedeutet also, 24 Stunden am Tag ist ein Neurochirurg hier und ein Oberarzt ist immer noch rufbereit, und das ist 7 Tage in der Woche. Das bedeutet, dass wir auch komplizierte Sachen nicht nur tags, sondern auch am Wochenende und nachts operieren können, wenn es denn notwendig ist. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema des heutigen Abends, nämlich zu der Trigeminusneuralgie. Was ist die Trigeminus eigentlich? Und dafür muss ich ganz kurz einleiten, einmal den Nerven erklären, den Trigeminusnerven. Der Trigeminus heißt Drilling, das ist also der Drillingsnerv. Das ist ein Nerv, der das ganze Gesicht sensibel versorgt, also mit dem Gefühl versorgt. Und es gibt 3 Äste, das ist auch wichtig, um es nachher zu verstehen. Den Stirnast, den ersten Ast, den zweiten Ast und den dritten Ast. Und wegen dieser 3 Äste heißt es auch Drillingsnerv. Diese 3 Äste vereinigen sich in dem sogenannten Ganglion Gasseri, einem Nervenknoten. Und von hier geht dann ein kurzer Nerv weiter zum Gehirn und geht dann in das Gehirn hinein. Wenn es nun zu bestimmten Erkrankungen kommt, dieses Nervens, kommt es zu Schmerzen. Und zwar Schmerzen in einem dieser 3 Äste. Und typischerweise bei der Trigeminusneuralgie kommt es zu blitzartig einschießenden Schmerzen. Meistens ist der 2. und 3. Ast, also der Ober- und Unterkieferast, betroffen. Manchmal, eher selten, auch der Stirnast. Und es kommt dabei zu Attacken, die sind nur Sekunden. Aber diese sekundenlang anhaltenden Attacken können in Serien auftreten, dass sie 100, 200 Mal hintereinander kommen. Und die Patienten, die diese Attacken erleiden, können es kaum aushalten. Der Schmerz ist so schlimm, dass man diese Erkrankung deshalb auch Suicide Disease oder Selbstmordkrankheit nennt, weil die Patienten, die nicht ausreichend oder nicht gut behandelt werden können, schnell an Selbstmord denken, weil der Schmerz so dramatisch ist. Und ganz typisch für diese Erkrankung ist, dass diese Schmerzattacken ausgelöst werden können. Es reicht manchmal aus, wenn man irgendwo hier gegenkommt oder wenn man spricht oder isst. Manche Patienten können gar keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen, weil sie durch das Essen und Beißen diesen Schmerz auslösen und es gar nicht aushalten. Aber auch ein Luftzug kann schon mal genügen dafür. Wichtig ist, um das von anderen Schmerzarten zu unterscheiden, dass es keinen Dauerschmerz dabei gibt. Manchmal wird es empfunden, wenn so viele Salven hintereinander kommen, als ob es ein Dauerschmerz ist. Aber wenn man genau nachfragt, nein, dann sind das immer diese einschießenden Schmerzen. Und es gibt in der Regel keine Gefühlsstörung dabei. So. Jetzt habe ich einen zu weit gemacht hier. Wie ist der Verlauf, wenn man diese Erkrankung hat? Ganz häufig kommen Patienten zu uns erst, die das schon relativ lange haben. Lange war dieser Schmerz auch verkannt. Aber typischerweise geht dieser Schmerz erst relativ milde los, wie Sie das hier sehen, dass es so eine Phase gibt, wo man so Schmerzen hat, so einschießende Schmerzen, und dann kommt es spontan wieder zu einer Besserung. Und dann im weiteren Verlauf kommen diese Schmerzattacken und diese Zeiten, wo man diese Schmerzen hat, immer häufiger, und die Schmerzen werden immer schlimmer. Und spätestens hier ist doch eine Behandlung absolut notwendig. Das ist eine Erkrankung, die meistens erst bei Älteren ist, also 50, meistens 60, 70 Jahre, dass man diese Erkrankung hat. Und sie ist insgesamt relativ selten. Das sind nur etwa so 5 pro 100.000 pro Jahr. Das heißt, in Hamburg haben wir hochgerechnet etwa 100 Patienten, die hier dran pro Jahr erkranken. Das ist also gar nicht so ganz viel.
Aber wenn man von dieser Erkrankung betroffen ist oder wenn man jemanden kennt, der diese Erkrankung hat, dann weiß man, wie schlimm dieses ist und wie sehr die Lebensqualität dadurch beeinträchtigt sein kann. Ganz kurz, Frauen sind etwas häufiger betroffen und wenn man hohen Blutdruck hat über lange Zeit, dann hat man auch ein erhöhtes Erkrankungsrisiko. Trotzdem, auch bei denjenigen, die einen hohen Blutdruck haben, ist es eine seltene Erkrankung. Wie kommt es nun dazu eigentlich? Es ist so, Sie sehen hier einmal diesen Trigeminusnerven. Der Trigeminusnerv hat verschiedene Fasern. Der hat Berührungsempfindungsfasern und hat Schmerzfasern. Das heißt, der Trigeminusnerv, der leitet Schmerz und aber auch Berührungsempfindung weiter. Und es gibt häufig angeboren, sehr häufig angeboren, solche Gefäßnervenkontakte. Und das ist gar nicht schlimm, aber wenn denn man einen hohen Blutdruck hat oder wenn die Gefäße altern, dann werden die Gefäße dicker, sie latschen ein bisschen aus und dann üben sie plötzlich einen Druck aus. Und wenn sie hier einen Druck ausüben, dann kann diese Isolierschicht von den Nervenfasern kaputt gehen. Und dann passiert es folgendes Mal, wenn man hier irgendwo gegenkommt, dann kommt das hier über diese Berührungsfaser da entlang und kann dann dort, wo diese Isolierung kaputt ist, so eine Art Kurzschluss geben. Und bei diesem Kurzschluss kommt es dann gerade zu diesem einschießenden Schmerz. Wir nennen das bei uns in der Fachsprache Effapsen. Dies erklärt die Symptomatik ziemlich gut. Sie können sich das vorstellen, als ob Sie ein Kabel haben, wo die Isolierung kaputt ist. Sie können sich vorstellen, dass dieses nicht gut ist. Und jede Sicherheitsingenieurin würde bestimmt dieses Kabel sofort auswechseln wollen. Wir in der Medizin, in der Neurochirurgie haben es da ein bisschen einfacher. Wir brauchen häufig nur das Gefäß wegzunehmen und dann kann sich diese Isolierung wieder neu aufbauen. Dazu aber später ein bisschen mehr. Hier sehen Sie mal so ein intraoperatives Bild vom Trigeminusnerven. Tief im Hirn ist diese, oder im Schädelinneren, nicht im Gehirn, aber außerhalb des Gehirns, aber im Schädelinneren, da sehen Sie den Trigeminusnerv und hier sehen Sie so ein Gefäß, was sich gerade gerade reinsticht in den Nerven und Sie können sich vorstellen, dass da diese Isolierung dadurch kaputt gehen kann. Wie kriegt man das nun raus, wenn jemand mit Gesichtsschmerzen kommt? Man fragt ihn, man macht die Anamnese. Das ist ganz wichtig, dass man den Patienten zuhört. Wie sind denn die Schmerzen? Und wenn das so einschießende, blitzartige, triggerbare Schmerzen sind, dann ist der Verdacht schon sehr groß. Patienten werden natürlich ausführlich neurologisch untersucht und dann muss man hinterher schauen, ob man so einen Gefäß-Nervenkonflikt auch findet. Und man muss natürlich daran denken, es gibt auch andere Erkrankungen, die so etwas machen können oder etwas Ähnliches verursachen können. Und das Wichtigste, nachdem wir diese Schmerzanamnese gehört haben, ist, dass wir schauen, finden wir denn eine Ursache. Und hier finden Sie eine Kernspintomographie. Das ist also ein Schnittbild durch das Gehirn, hier an der Schädelbasis. Entschuldigung. Und Sie sehen hier den Hirnstamm und Sie sehen hier den Trigeminusnerven, den gesunden Trigeminusnerven und hier sehen Sie den kranken Trigeminusnerven. Und Sie sehen, wenn Sie das vergleichen, rechts und links, dass hier so ein kleines Ding ist, was hier reindrückt. Das war von diesem intraoperativen Bild der gleiche Patient. Hier sehen Sie, wie dieses Gefäß, und eine ganz kleine Gefäßschlinge, die ist nur einen Millimeter oder auch nicht mal einen Millimeter dick, hier in diesen Nerven reindrückt und den Trigeminusnerven verlagert. Ein ganz typisches Bild, aber man braucht ein bisschen Expertise, um das überhaupt zu erkennen. Und deshalb habe ich dieses Bild mal mitgebracht, weil wir sehr häufig auch Beschreibungen von solchen Bildern kriegen. Da steht dann hier insbesondere Präpontin, also dort, wo der Nerv in das Gehirn zieht, kein Gefäß-Nervenkontakt, obwohl hier für den Erfahrenen das sehr gut zu sehen war. Und auch während der Operation sieht man hier den Trigeminusnerven und hier ist so eine Gefäßschlinge, die in den Nerven hineindrückt. Also um dieses zu erkennen, ist es immer wichtig, dass man zu jemandem kommt, der das häufig behandelt und häufig auch diese Bilder sieht. Auch hier sehen Sie nochmal ein anderes Gefäß, so ein ganz großes Gefäß, was hier auf den Trigeminusnerven, dieses hier ist der Trigeminusnerv, hier ist ein großes Gefäß, was hier diesen Nerv verlagert, der so rumziehen muss. Normalerweise würde der gerade hier nach hinten ziehen.
Das ist jetzt schon sehr speziell, aber ist natürlich wichtig für denjenigen, der das nachher behandelt oder vielleicht auch operiert. Aber man muss natürlich auch an Differentialdiagnosen denken. Die Multiple Sklerose ist zum Beispiel eine Erkrankung, die diese Isolierschicht von den Nerven kaputt machen kann. Deshalb kann es auch bei der Multiplen Sklerose zu solchen Trigeminusneuralgien kommen. Oder wenn der Trigeminus verletzt war, dann kommt es auch häufig zu Schmerzen und Gefühlsstörungen. Das sind aber dann nicht diese einschießenden Schmerzen, sondern das sind dann häufig in der Regel Dauerschmerzen. Wenn ein Gefäß gegen den Nerven drückt, kann das natürlich auch mal was anderes sein, was dagegen drückt, wie zum Beispiel ein Tumor. Ich werde Ihnen sowas auch gleich zeigen. Und dann gibt es viele Erkrankungen, die entzündlich sind, die irgendwelche Gefäßproblematik auch haben, wo es zu Durchblutungsstörungen kommen kann oder zu Entzündungen kommen, wie zum Beispiel bei der Lepra, auch bei der Tuberkulose oder Sarkoidose gibt es solche Veränderungen. Das ist aber eher selten. Dann gibt es ganz andere Gesichtsschmerzen, zum Beispiel, wenn man Probleme mit dem Kiefergelenk hat, wenn man mit den Nasennebenhöhlen Schwierigkeiten hat. Oder es gibt auch manchmal Erkrankungen vom vegetativen Nervensystem, wo es dann zu Rötungen kommt, zu Augentränen, Nasenlaufen und so weiter. Das muss man immer im Hinterkopf haben, was es da geben kann, dass man auch die richtigen Patienten entsprechend dafür aussucht. Hier sehen Sie zum Beispiel auf dieser Kernspintomographie eine Patientin, die eine MS gehabt hat. Und bei der MS kommt es zu sogenannten Entmarkungsherden. Da wird diese Isolierschicht, geht diese Isolierschicht zugrunde. Und in diesem Bereich, wo das so hell ist, sollte eigentlich so dunkel sein wie auf dieser Seite. Da kann es auch zu diesen Kurzschlüssen kommen, von denen ich gerade geredet habe. Und die werden ganz anders behandelt hinterher. Oder hier sehen Sie zum Beispiel, hier ist ein kleiner Tumor. Das ist ein gutartiger Tumor, ein Hirnhauttumor. Hier ist der Trigeminus auf der gesunden Seite. Hier können Sie den gar nicht erkennen, weil er zusammengedrückt wird. Und dieser Patient hat auch nur, in Anführungsstrichen, nur eine Trigeminusneuralgie gehabt. Und den haben wir auch entsprechend operiert. Dann haben wir den Tumor entfernt natürlich. Und Sie sehen hier mal so ein paar Bilder. Das ist ein intraoperatives Bild. Das ist dieser Tumor hier, dieses. Und der Trigeminusnerv ist hier unten drunter. Und hier habe ich den Tumor einfach erstmal, bevor ich ihn entfernt habe, ein bisschen hochgehoben. Und Sie können den plattgedrückten Trigeminusnerven hier sehen. Diesen Tumor entfernt man hier in diesem Fall und die Trigeminusneuralgie ist weg. Aber die Chirurgen kommen nicht gleich am Anfang, wenn man diese Erkrankung hat. Diese Erkrankung, die Trigeminusneuralgie, kann man ziemlich gut mit Medikamenten behandeln. Und da gibt man meistens Medikamente, die man bei epileptischen Anfällen auch gibt. Und die wirken sehr gut. Und wenn sie nicht wirken, muss man ein bisschen fragen, ist das wirklich eine richtige Trigeminusneuralgie? Und das Hauptmedikament, das wichtigste, auch das älteste oder mit das älteste Medikament hier, ist das sogenannte Carbamazepin. Und das kann man leicht langsam steigern. Und es hat eine sehr hohe Effektivität, eigentlich noch höher als 75% in meiner Erfahrung. Aber das Problem mit all diesen auch anderen Medikamenten ist, dass dieses anfangs zwar sehr gut wirkt, aber nach Jahren häufig immer weiter gesteigert werden muss und dann nicht mehr so gut wirkt oder die Nebenwirkungen so stark sind, dass man sich was anderes überlegen muss. Aber anfangs helfen diese Medikamente super gut und wenn sie nicht helfen, muss man fragen, ob es denn wirklich die richtige Diagnose ist. Aber ich hatte ja gesagt, dass die Schmerzen auch mit der Zeit immer schlimmer werden im typischen Verlauf. Und entsprechend muss man dann auch diese Medikamente immer und immer weiter steigern. Oder aber diese Medikamentenwirkung lässt nach, beziehungsweise Nebenwirkungen nehmen zu. Und dann kommt langsam der Chirurg ins Spiel. Wenn die Medikamente nämlich nicht mehr ausreichend helfen oder gar nicht mehr helfen, oder wenn die Medikamentennebenwirkung unerträglich ist, wie Schwindel, Müdigkeit, was soll man dann machen? Dann sollten die Patienten einmal bei uns vorgestellt werden, um zu besprechen, was man machen kann. Und es gibt im Wesentlichen drei Verfahren, wie man dieses Ganze behandeln kann. Das ist nämlich einmal die Thermoläsion, die Verödung dieses Ganglion Gasseri, dieser Umschaltstelle des Trigeminusnerv.
Man kann das Gefäß beseitigen oder man kann das auch bestrahlen. Und hier zeige ich Ihnen zuerst mal die erste Möglichkeit, die sogenannte Verödung des Ganglion Gasseri. Ich hatte Ihnen ja diesen Nerven gezeigt und diese Umschaltstelle. Wir können in Kurznarkose mit einer Nadel neben dem Mundwinkel in die Tiefe gehen, dann durch ein kleines Loch in der Schädelbasis, da kommen wir in dieses Ganglion Gasseri. Sie sehen das hier. Und ich habe meinen Finger hier im Mund, damit ich nicht die Schleimhaut im Mund durchsteche, und schiebe die dann vor und kann dann ein kleines Loch in der Schädelbasis sehen. Durch dieses Loch muss ich das durchschieben. Das kontrolliere ich unter Durchleuchtung. Und wenn ich dann da drin bin, dann wird der Patient wach und dann stimuliere ich das mit diesem Gerät. Und der Patient sagt, ich habe genau da die Schmerzen bei der Stimulation, wo ich sie sonst habe. Dann wird die Nadel an der Spitze erhitzt auf etwa so 65 Grad für etwa eine Minute. Das wird wieder in Kurznarkose gemacht, dann wachen die Patienten auf und dann stimuliert man das nochmal, ob der Schmerz dann weg ist, und wenn er weg ist, dann ist man damit zufrieden und hört auf. Das ist so ein Eingriff, der dauert etwa 20 Minuten. Das ist ein sehr erfolgreicher Eingriff. Der hat eine deutliche Besserung oder so eine Schmerzfreiheit in etwa 85% der Fälle. Aber es gibt leider sehr häufig Rezidive. Häufig kommen die Patienten nach 1, 2, 3 Jahren wieder mit den gleichen Schmerzen. Das Gute ist, man kann das immer wiederholen. Aber man ist natürlich unglücklich, wenn man alle 2, 3 Jahre so einen Eingriff haben will. Man würde natürlich lieber etwas haben, wo man für immer geheilt ist davon. Und die Nebenwirkung oder Komplikation dieser Erkrankung ist, dass man zusätzliche Gefühlsstörungen im Gesichtsbereich bekommt. Man macht ja etwas kaputt mit dieser Erhitzung. Man macht einen Teil des Nervens, zerstört man. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man hier oder dass man das im Hinterkopf hat und auch sich fragt, ob es nicht andere Methoden gibt. Und da kommt die sogenannte mikrovaskuläre Dekompression in die Diskussion. Das ist etwas, was wir gelernt haben von Peter Janetta, deshalb nennt man das auch Operation nach Janetta. Was man macht bei dieser Operation, dass man dieses Gefäß, was hier reingedrückt hat, dass man das einfach abpräpariert, damit es nicht mehr dagegen drückt und man dann entsprechend den Nerven entlastet. Und wenn dann dieser Nerv entlastet ist und nichts mehr darauf drückt, kann sich diese Isolierschicht, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, wieder neu bilden. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das bei uns im Operationssaal aussieht. Der Patient liegt hier auf dem Rücken, der Kopf wird so ein bisschen zur Seite gedreht. Dann sehen Sie hier, wie ich das dann operiere. Ich sitze da und damit ich meine Arme immer ruhig halten kann, habe ich hier so Armstützen, damit ich wirklich millimetergenau entsprechend meine Arme bewegen kann. Und dann eröffne ich den Schädel, und zwar den Schädel und vor allen Dingen dann die hintere, die Hirnhaut. Und wenn ich die Hirnhaut eröffnet habe, kann ich bereits das Kleinhirn sehen. Und das Kleinhirn muss ich dann mit einem Spatel ein ganz bisschen wegdrücken und dann etwa in 7 Zentimeter Tiefe komme ich dann hier auf diesen Trigeminusnerven. So, und jetzt sehen Sie hier einmal, ich werde Ihnen das gleich als ganz kleines Video zeigen. Einmal sehen Sie hier den Trigeminusnerven und der ist hier so ein bisschen ausgespreizt, weil hier geht ein Gefäß entlang, hier unten drunter. Das geht dann hier so zurück. Und jetzt einmal das Video starten, bitte. Jetzt sehen Sie gleich, wie das dann während der Operation aussieht. Hier ist jetzt nochmal dieser Nerv und ich gehe jetzt gleich mit 2 Pinzetten in die Tiefe. Das mit einer sehr großen Vergrößerung. Ich hatte Ihnen gesagt, etwa 7 Zentimeter tief ist das Ganze über ein kleines Loch, was etwa so 2 Zentimeter, 2,5 Zentimeter groß ist. Und ich nehme jetzt mit 2 Pinzetten dieses Gefäß und ziehe das langsam heraus unter dem Nerven. Man muss ganz vorsichtig sein, das Gefäß darf nicht kaputt gehen, weil das wichtige Gebiete versorgt. Und ich ziehe hier immer das ganz langsam hinaus. Sie sehen jetzt schon, die Schleife kommt jetzt langsam heraus, diese Schlinge, die in den Nerven hineingedrückt hat. Und jetzt kann ich das gleich loslassen. Und Sie sehen jetzt, jetzt ist es
Einmal wieder zurück, bitte, zu den, einmal zurück zum Vortrag. Sie sehen jetzt, dann habe ich hier diese Gefäßschlinge herausgezogen. Jetzt ist sie auf der anderen Seite und Sie sehen auch, dass dieser Buckel vom Nerven hier weg ist. Damit es jetzt von der anderen Seite nicht drückt, habe ich hier noch ein kleines Teflonpolster hineingelegt, damit es da keine Probleme in der Zukunft geben kann. So sieht das aus. Das ist ein Schnitt, der hinter dem Ohr ist. Das ist ein paar Wochen nach der Operation. Wie sieht das eigentlich aus? Der Patient, der kommt, der eine solche Erkrankung hat, der kommt zunächst einmal und man untersucht ihn, man schaut, ob denn die Behandlung, die Operationsindikation besteht. Und man wird klären, ob man das besser weiter medikamentös macht oder ob man sagt, nee, jetzt ist es soweit, jetzt sollte man das operieren. Und wenn man das operieren will, kommt der Patient am Aufnahmetag zu uns. Nach der Operation kommt er eine Nacht auf die Intensivstation, nur um sicher zu sein, dass es zum Beispiel nicht zu einer Nachblutung kommt. Und 4-5 Tage nach der Operation kann er bereits wieder nach Hause gehen und kann dann etwa 2 Wochen, nachdem die, das soll postoperativ heißen, nachdem die Fäden gezogen werden, auch die Medikamente, die er gegen die Trigeminusneuralgie genommen hat, langsam reduzieren. Wie sieht das aus mit der mit den Komplikationen dieser Operation? Es gibt, das Gehirn schwimmt ja in Wasser und man muss das nachher wasserdicht hinkriegen. Und wenn der Patient zum Beispiel in der postoperativen Zeit hustet oder sich erschrickt, dann kommt es kurz zu einer Hirndruckerhöhung und da kann das Hirnwasser irgendwie so eine Klebung nochmal auflösen und rauslaufen. Etwa 5% kommt es dazu. Da muss man natürlich sehen, wenn sowas kommt, das muss man behandeln. Es ist unangenehm für den Patienten, weil er eine Woche länger im Krankenhaus bleiben muss. Aber zum Glück relativ selten und man kriegt das sehr gut im Griff, wenn man das hat. Nachblutung, Wundheilungsstörung, Gefühlsstörung, das ist alles sehr selten. Aber man muss auch klar sagen, je häufiger man diese Operation macht, desto weniger Komplikationen hat man. Ich komme nachher auch noch mal ganz kurz darauf zu sprechen. Ich habe eine Behandlungsart bisher verschwiegen, das ist die sogenannte Bestrahlung. Man kann auch stereotaktisch, also ganz zielgenau, diesen Punkt, wo der Gefäßnervenkontakt ist, bestrahlen. Man weiß aber, dass die Ergebnisse leider nicht so gut sind. Und deshalb macht man das nur im Ausnahmefall, beziehungsweise wenn die anderen Methoden bei einem Patienten nicht funktionieren. Wie sind nun die Ergebnisse? Bei dieser Thermoläsion hatte ich Ihnen ja schon gezeigt, 80-90%. Und auch bei der Janetta-Operation, bei dieser mikrovaskulären Dekompression, sind die Ergebnisse sehr gut. Der Vorteil hier ist aber, dass die Patienten in der Regel geheilt sind. Und man Rezidive, ja, man hat Rezidive, aber sehr viel seltener, als man das bei der Thermoläsion hat. Und deshalb ist das eigentlich die Methode der Wahl, die mikrovaskuläre Dekompression, wenn denn die Patienten einen solchen Gefäßnervenkonflikt als Ursache haben. Es gibt auch noch viele andere Erkrankungen, die durch solche Gefäßnervenkontakte verursacht werden. Zum Beispiel der sogenannte Hemispasmus facialis. Da kommt es zu so einem einseitigen Zucken des Gesichts, was zwar nicht wehtut, aber was für die Patienten furchtbar ist, weil sie trauen sich gar nicht mehr auf die Straße, weil alle Leute gucken nur, was denn mit denen los ist, dass das Gesicht so zusammenzuckt. Oder es gibt eine andere Schmerzerkrankung, die sogenannte Glossopharyngeus-Neuralgie. Das ist auch ein Nerv, der tief hinten die Zungenregion und tief im Ohr das versorgt. Und da kann es genauso zu einschießenden Schmerzen kommen. Und auch wenig bekannt, aber auch sehr effektiv so zu behandeln, sind solche Schwindelattacken. Es gibt Patienten, ich habe gerade letzte Woche jemand operiert, der hat ganz viele Schwindelattacken nur für wenige Sekunden gehabt und ist dabei teilweise sogar hingestürzt, weil sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Und auch da gibt es solche Gefäßnervenkonflikte, die man auch erstmal mit Antiepileptika, also mit Medikamenten gegen epileptische Anfälle behandeln kann, aber wenn das nicht geht, kommt auch hier eine solche Operation zum Tragen. Hier sehen Sie nochmal so einen hemifazialen Spasmus, also dieses halbseitige Gesichtszucken. Hier ist so ein Gefäßnervenkontakt an dem sogenannten Nervus facialis, dem motorischen Gesichtsnerven.
Und hier sieht man, wie das intraoperativ aussieht, wie der auf diesen Nerven drückt. Und das muss man einfach beseitigen. Alternativ bei dieser Erkrankung kann man übrigens auch Botox spritzen. Aber Botox macht eine Lähmung dieses Facialisnerven. Und das muss man alle 3 Monate wiederholen, praktisch lebenslang. Also eigentlich keine gute Alternative. Ich möchte jetzt einmal kurz zusammenfassen zur Trigeminusneuralgie. Die ist durch die Anamnese und durch die Untersuchung schon allein sehr gut diagnostizierbar. Man muss natürlich Untersuchungen durchführen zum Ausschluss anderer Erkrankungen, damit man nachher nicht die falschen Erkrankungen, zum Beispiel einen Tumor, dann mit einer Thermolysur, mit einer Verödung behandelt. Die medikamentöse Behandlung dieser Erkrankung ist super erfolgreich, zumindest anfangs. Allerdings über die Jahre wird diese Behandlung weniger effektiv und die Nebenwirkungen nehmen zu, sodass man dann doch an operative Verfahren denken muss. Und die mikrovaskuläre Dekompression, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die verspricht häufig eine Heilung und ist deshalb eigentlich die Methode der Wahl, wenn es denn zu einer Operation kommen muss. Bei Versagen der Operation oder bei Kontraindikationen für eine solche Operation gibt es halt diese Alternativmethoden, die Thermolysur des Ganglion-Gasserie oder aber auch die Bestrahlung. Wichtig, habe ich Ihnen gesagt, dass die hohen Fallzahlen ganz wichtig sind. Wenn ich das Ihnen mal zeigen darf, wie das bei mir war. Ich habe mittlerweile über 500 solcher Operationen durchgeführt. Meine ersten Operationen, da habe ich etwa 4 Stunden an einer solchen Operation gesessen. Heute brauche ich etwa nur noch 1 bis 1,5 Stunden für eine solche Operation. Und die Ergebnisse sind trotzdem viel besser, obwohl die Operationen viel kürzer geworden sind. Deshalb ist es immer wichtig, dass man auch in jeder Klinik solche Subspezialisierungen hat. Es soll nicht jeder Arzt machen. Es sollen 1, 2 Ärzte sein, die das sehr gut können. Und die anderen sollen dann sich auf andere Sachen spezialisieren, sodass alle sehr gut behandelt werden können. Und die Subspezialisierung, nicht nur bei der Trigeminusneuralgie, die macht insgesamt eine bessere Indikation zu einem operativen Verfahren, bessere Ergebnisse und weniger Komplikationen. Und damit bin ich jetzt schon am Ende mit meiner kurzen Präsentation über die Trigeminusneuralgie, ein bisschen auch über die Neurochirurgie. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn Sie über das Chat noch ein paar Fragen stellen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, einen schönen Maiabend. Vielen Dank. So, jetzt schaue ich einmal in den Chat. Und muss mal gucken. Da sehe ich bisher noch gar keine Fragen. Und ja, scheinbar war das meiste vielleicht einigermaßen klar. Wird hier die Frage gestellt, gibt es eine Trigeminus-Sprechstunde bei Ihnen? Ja, es gibt eine spezielle Trigeminus-Sprechstunde. Sie haben wahrscheinlich die Kontaktdaten gesehen von unserer Klinik und Sie müssen dort einfach anrufen oder in meinem Sekretariat anrufen und dann werden Sie entsprechend in diese Trigeminus-Sprechstunde geleitet. So, jetzt schaue ich noch mal weiter sehe jetzt bisher, bekommen wir den Vortrag per Mail? Nein, aber diesen Vortrag können Sie online auch sehen. Ich glaube, das dauert jetzt ein, 2 Wochen, dass dieser Vortrag dann ins Netz gestellt wird. Und dann können Sie diesen Vortrag sich gerne noch mal anschauen und noch mal in Ruhe zu Gemüte führen. Ich möchte vielleicht noch mal sagen, das ist ganz wichtig, dass Sie natürlich immer jemand haben, der sich häufig damit beschäftigt. Aber es ist auch wichtig, natürlich, dass wenn das behandelt wird, dass diejenigen, die es behandeln, dieses auch häufig machen. Jetzt kommt eine Frage. Ich kann den Schmerz durch Druck auf einen Zahn bzw. einen Zahnhals beenden. Trigeminus? Nein, eher nicht. Also
Es kann manchmal ganz schwierig sein. Und wir haben früher häufig viele Patienten gehabt, denen auch die Zähne gezogen worden sind. Ich habe auch letzte Woche noch einmal eine Patientin gehabt, der sind alle Zähne im Oberkiefer gezogen worden wegen dieser Schmerzen. Aber die Zahnärzte kennen sich eigentlich sehr gut damit heute aus. Das ist heute auch nur eine Rarität, dass bei die Zähne deshalb gezogen werden. Aber ein Zahnschmerz kann auch mal einen stechenden Schmerz auslösen, aber der ist in der Regel nicht triggerbar durch solche Hautberührungen oder sonstige Triggermechanismen wie Essen und Sprechen. Aber im Einzelfall kann es doch trotzdem ziemlich schwer sein. Jetzt wird gefragt, was ist der Unterschied zum idiopathischen Gesichtsschmerz? Idiopathisch bedeutet ja, dass man eigentlich nicht weiß, woher das kommt. Und da geht auch die Terminologie ein bisschen durcheinander. Wir nennen die Trigeminusneuralgie wurde früher immer idiopathisch genannt, obwohl sie eigentlich heute diese klare Ursache hat. Und damit ist die Sache eigentlich, damit ist dieser idiopathische Gesichtsschmerz eigentlich ein bisschen außen vor. Trotzdem findet man bei vielen Patienten keine richtige Ursache und dann darf man natürlich diesen idiopathischen Gesichtsschmerz weiter benutzen. Aber es ist die Frage, ist es nur ein Gesichtsschmerz, ist es eine Trigeminusneuralgie, ist es ein Dauerschmerz? Das sollte man unterscheiden. Die nächste Frage jetzt ist, wie hoch ist die maximale Dosis von Carbamazepin? Das hängt ein bisschen natürlich von dem Patienten an, ist er 50 Kilo oder 100 Kilo schwer, da kann man ein bisschen variieren. Aber man kann sicherlich 1800 Milligramm, man kann auch bei größeren Menschen 2400 Milligramm nehmen. Ich habe auch schon Patienten gehabt, die haben 3 Gramm genommen. Diese hohe Dosis würde ich aber nicht empfehlen. Und man muss beachten, wenn man das Carbamazepin gibt, dass man von Zeit zu Zeit auch die Leberwerte kontrolliert, weil dieses wird über die Leber abgebaut und es kann sein, dass es nicht richtig abgebaut werden kann und entsprechend die Leberwerte ansteigen. Das wäre dann auch eine Limitation für das Carbamazepin. Da müsste man dann aufhören mit dieser Behandlung und auf ein anderes Medikament umsteigen oder aber möglicherweise das dann auch operieren. Die nächste Frage ist jetzt, mein Schmerztherapeut möchte meine Trigeminusneuralgie mit Botox-Injektion behandeln. Was halten Sie davon? Es ist so, dass dadurch, dass Sie Botox spritzen, kann es sein, wenn Sie hier gegenkommen, diesen Reiz nicht mehr so entsprechend auslösen, beziehungsweise auch beim Sprechen durch die Lähmung, die Sie da machen, den Reiz nicht auslösen können. Deshalb funktioniert das in einigen Fällen auch. Aber ich hatte Ihnen schon gesagt, wie bei diesem einseitigen Gesichtszucken ist es so, dass Sie dann das alle 3 Monate wiederholen müssten. Und das ist, denke ich, nicht das, was man sich wünscht. Deshalb würde ich das auf die Dauer zumindest nicht empfehlen, aber vorübergehend kann man das sicher machen. Die nächste Frage, können es auch brennende Schmerzen sein? Ja, es können mal brennende Schmerzen sein, aber wenn es ein brennender Dauerschmerz ist, dann muss man an was anderes denken. Das ist dann keine typische Trigeminusneuralgie, das kann dann eine andere Erkrankung sein. Könnte zum Beispiel bei einer Verletzung des Nervens auftreten, aber das ist nicht typisch für eine Trigeminusneuralgie. Jetzt kommen ganz viele Fragen auf einmal. Hier ist die Frage, mit wie vielen antiepileptische Medikamente soll man es versucht haben, bis eine OP empfehlenswert ist. Es ist in der Regel so, dass man 1 oder 2 Medikamente ausprobieren sollte, aber man soll, wenn man nicht zurechtkommt, das nicht ewig ausprobieren. Der Patient leidet ja die ganze Zeit und man muss irgendwann dann auch sagen, jetzt ist Stopp. Und die Hauptmedikamente, die wir benutzen, ist das Carbamazepin und das Pregabalin. Und wenn wir mit diesen beiden Medikamenten nicht zurechtkommen, wir hören häufig sogar nach dem Carbamazepin schon auf, insbesondere dann, wenn das sehr gut am Anfang gewirkt hat und später dann nicht mehr weiter so gut wirkt. Dann kommt die Frage, im MRT gibt es angeblich keine Anzeichen für einen Gefäßdruck auf den Trigeminus. Der einschießende Schmerz ist aber vorhanden.
Gabapentin mit 3x100 Milligramm reduziert den Schmerz auf ein erträgliches Maß. Wie sollte ich vorfahren? Wie sollte ich fortfahren? Also man sollte, wenn denn die medikamentöse Behandlung ganz gut wirkt, sollte man das erstmal weitermachen. Erst wenn die medikamentöse Behandlung nicht wirkt, sollte man weitermachen. Also auch gucken, ob es möglicherweise eine andere Alternative gibt. Aber solange die Medikamente gut wirken, würden wir nichts anderes empfehlen. Wenn die aber nicht mehr wirken, dann sollten Sie mit der Kernspintomographie zu einem Neurochirurgen gehen, der sich damit auskennt. Ich hatte Ihnen ja vorhin schon so ein Bild gezeigt. Ganz häufig sehen wir, dass da steht kein Gefäßnervenkontakt, aber es ist doch ein Gefäßnervenkonflikt da. Deshalb sollte ein Neurochirurg, der das auch häufig behandelt, einmal sehen. Und dann muss man sehen, ob man das operiert oder nicht operiert. Wenn man keinen Gefäßnervenkonflikt hat, aber mit dem Medikament trotzdem nicht zurechtkommt, dann wäre diese Verödung des Ganglion Gasseri notwendig oder gut möglich. Die Frage ist jetzt, können diese Schmerzen auch während des Schlafes auftreten? Sehr gute Frage. Häufig ist das so, dass diese Schmerzen im Schlaf sistieren. Ich habe Ihnen ja gezeigt, wie das funktioniert mit diesen Kurzschlüssen. Natürlich hat man weniger weniger Reize im Schlaf. Dennoch ist das im Einzelfall nicht ganz genau verstanden, warum es im Schlaf so gut sistiert. Es gibt aber Einzelfälle, wo auch weiterhin davon von diesen triggerbaren Schmerzen im Schlaf gesprochen wird. Aber in den meisten Fällen sistiert dieser Schmerz. Die nächste Frage. Ich bin mit 1200 Milligramm Carbamazepin an der Grenze der erträglichen Nebenwirkung. Was tun? Ja, wenn die Nebenwirkungen mit 1200 Milligramm Carbamazepin so massiv sind, könnte man es möglicherweise mit dem Gabapentin nochmal probieren. Oder dann wäre es auch soweit, dass man mal schauen sollte, ob es nicht alternative Methoden gibt. Nämlich diese drei, die Verödung, diese mikrovaskuläre Dekompression. Im Einzelfall, im Ausnahmefall würde man auch auf die Bestrahlung zurückgreifen wollen oder sich anschauen, ob das für einen in Frage kommt. Wobei die Bestrahlung, von denen ich erzählt habe, kommt hauptsächlich in die Frage, wo die anderen Methoden versagt haben oder weil es irgendwelche absoluten Kontraindikationen zur Operation gibt, weil die Patienten nicht narkosefähig sind. Kann ein defekter Zahn Trigeminus oder Zoster auslösen? Helfen Zusatzstoffe wie Vitamine oder Mineralien bei leichten Schmerzen? Wenn ein solcher Schmerz nach einer Zahnbehandlung auftritt, dann denkt man immer daran, dass vielleicht eine Verletzung der Trigeminusenden in der Zahnwurzel betroffen waren und verletzt worden sind, die dieses auslösen konnten. Das kann auch in vielen Fällen so sein. Also wenn mit der Zahnextraktion dieser Schmerz auftritt, dann muss man daran denken. Häufig ist es aber so, dass im Rahmen einer Zahnbehandlung so ein Schmerz auftritt, vielleicht mit einer Latenz von 1, 2, 3 Wochen. Und dann wird immer die Zahnbehandlung dafür angeschuldigt für diesen Schmerz. Aber wir wissen, dass so eine latente Trigeminusneuralgie durch eine solche Behandlung möglicherweise mal geweckt werden kann. Ich nenne das gerne schlafende Trigeminusneuralgie, die geweckt wird. Das kann durchaus mal sein. Den genauen Zusammenhang kennt man oder kann man nicht, aber klar erklären. Und dann ist die Frage, hier kann ein Zoster, also eine Gürtelrose, eine Trigeminusneuralgie auslösen. Bei einer Zosterneuralgie, so nennen wir das, oder bei einer Gürtelrose, da können auch die einzelnen Äste des Trigeminusnerven befallen sein. Und wenn diese Äste davon befallen sind, gibt es auch massive, aber Dauerschmerzen in diesem Bereich. Und es kommt zu kleinen Bläschen in diesem Bereich. Das ist sehr typisch. Das behandelt man ganz anders. Das behandelt man mit Medikamenten gegen diese ursächlichen Viren, sogenannte Virostatika, zum Beispiel Acyclovir. Aber das kann eine sehr unangenehme, auch ganz ekelhafte Erkrankung sein, weil dieses einen Dauerschmerz gibt, der relativ lange anhält. Wenn man aber eine solche Zosterneuralgie hat, eine solche Gürtelrose, wenn man die sehr früh behandelt, kommt es selten zu diesen anhaltenden Schmerzen.
Wenn man die aber zu spät behandelt, dann kann es sehr wohl sein, dass es eine sogenannte postherpetische Neuralgie, also einen schweren Dauerschmerz gibt, der sehr schwer behandelbar ist. So, jetzt sehe ich, dass die Fragen scheinbar langsam ausgehen. Jetzt kommt gerade noch, ab wann kann man versuchen, Gabapentin wieder ausschleichen zu lassen? Das heißt, es ist so, ich hatte Ihnen ja diesen phasenweisen Verlauf genannt. Das ist auch eine sehr gute und wichtige Frage. Am Anfang, wenn man unter dieser medikamentösen Therapie schmerzfrei ist, wenn man ein paar Wochen schmerzfrei ist, dann darf man die Medikamente langsam wieder reduzieren. Oder aber wenn man behandelt worden ist mit so einer mikrovaskulären Dekompression oder einer Thermolesion, einer Verödung, dann sollte man die Medikamente noch ein, zwei Wochen nehmen und dann langsam ausschleichen. Wenn man noch nicht behandelt ist und dieses hat ausschleichen können, kann man auch warten, bis dann die Schmerzen wiederkommen und dann geht man wieder neu rein. Das ist sehr effektiv und ich habe viele Patienten, die diese Trigeminusneuralgie schon seit 10 Jahren haben oder länger sogar und die ersten Jahre sehr gut zurechtgekommen sind, wo sie nur vielleicht zwei Monate mal diese Medikamente genommen haben, dann wieder ausgeschlichen haben und dann auch mal für ein Jahr zwischendurch beschwerdefrei waren. Also wenn man schmerzfrei ist, eine ganze Zeit, selbst wenn man sonst nicht behandelt worden ist, kann man versuchen, diese Medikamente langsam zu reduzieren, immer zu reduzieren. Wenn man schmerzfrei bleibt, ist gut. Wenn die Schmerzen wiederkommen, dann steigert man die Medikamente so hoch, dass man gerade wieder schmerzfrei ist. Und das muss man ein bisschen ausprobieren. Und das ist gut, wenn Sie aber natürlich einen Fachmann haben, der Sie dabei begleiten kann. So. Jetzt sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich, dass Sie so lange Geduld gehabt haben mit mir, dass Sie vielleicht ein bisschen was über die Trigeminusneuralgie, vielleicht auch ein bisschen was über die Neurochirurgie gelernt haben. Und ich wünsche einen schönen Abend und ich würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu können zu dem nächsten Live-Chat Neurochirurgie. Und zwar geht es dann um die Diagnose Hirntumor. Was tun, was nun? Und das wird am 29. Juli zur gleichen Zeit sein hier. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend.